Jo, was geht? Neues Video. Heute starten wir mal von zu Hause. Hat auch einen Grund, weil ich leider immer noch nicht springen kann. Viele von euch wissen es ja, ich habe mir die Knie verletzt bei einem Sprung aus 31 Metern in der Schweiz. Für die, die es noch nicht gesehen haben, Link ist hier oben. Ich wollte mich auch bei euch allen bedanken für die guten Besserungswünsche. Ich habe mir die natürlich alle durchgelesen. Ich habe mittlerweile auch die Ergebnisse vom Arzt bekommen. Ich habe mir beide Innenbänder angerissen. Die Außenbänder haben was abbekommen und auch der Meniskus. Allerdings meinte der Arzt, dass es von selbst wieder verheilen wird. Deswegen bin ich da ganz positiv gestimmt, dass es schon ziemlich bald wieder gehen wird. Und auch so muss ich sagen, dass mir die Knie eigentlich selten nur noch wehtun. Ich kann jetzt zum Beispiel Knie schlecht abwinkeln, in die Knie gehen tut auch weh. Aber ansonsten, ich kann wieder normal gehen, was schon mal ganz gut ist. Und auch wenn ich aktuell nicht springen kann, kann ich euch beruhigen. Wir haben natürlich noch genug Material vorher gefilmt. Wir hatten nämlich bereits vor ein paar Wochen schon einen Abstecher zu den Tatzelwurm-Wasserfällen gemacht. Haben uns dort intensivst mit Rutschen aufgewärmt. Wir schauen mal rein, was so passiert ist. Alter! Wie ihr seht, wir hatten unseren Spaß. Im Anschluss ging es dann direkt weiter. Wir haben noch einen neuen Wasserfall gefunden. Den habe ich davor noch nicht gekannt. Ich habe so eine kleine Höhle entdeckt und ich dachte mir, ich versuche da mal reinzuklettern. Von oben war es leider nicht springbar, weil einfach die Landezone ja zu klein war, es nicht wirklich tief genug war. Wie ihr seht, bisschen sketchy die ganze Sache. Es war alles ziemlich nass und rutschig. Felsen sind abgebröckelt und ich musste mich durch diesen engen Baumstamm quetschen. Hammer-Spot, traumhaft schön. Leider wenig Möglichkeiten, irgendwas Gutes zu springen oder Krasses. Wir hatten auch vor ein paar Wochen noch eine Session in Bucheneck. Da hatten wir Besuch aus der Schweiz. Marco war da von PackSkills. Ich habe ein kleines Edit gemacht und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Yeah!
Junge! Ja, wie ihr seht, Thomas und Marco haben ordentlich rausgehauen. Krasse Tricks aus 25 Metern gemacht. Abschließend möchte ich mich bei euch allen noch bedanken. Es ist einfach der Hammer, was wir für ein Feedback bekommen. Die Videos, immer richtig gute Bewertungen, Kommentare sind top. Und ja, wir haben bald die 100.000 Abonnenten geknackt. Was ich nie gedacht hätte, dass wir jemals erreichen würden. Aber ja, jetzt ist es bald soweit. Vielen Dank für den Support. Macht weiter so, wir machen weiter so. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.